Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Golden Edition. Ja, heute mit Fleifi wieder und wir sind jetzt direkt vor dem Champ. Jo. Also fast. Nun sind wir direkt vor dem Champ. Nachdem die Tür uns zufällt und wir uns langsam vorwärts bewegen. Und da ist schon der Champ. Ich habe dich erwartet, Passi. Ich wusste, dass du mir aufgrund deiner Fähigkeiten eines Tages gegenüberstehen würdest. Wurde sind hier Fee am Platze. Ein Kampf wird zeigen, wer der Stärke von uns beiden ist. Ich, der beste aller Trainer und Champ der Pokémon-Liga. Ich, Siegfried, der Drachenmeister, nehme deine Herausforderung an. Ich habe nicht mehr herausgefordert. Ich glaube. Scheiß drauf. Das bin ich auch nicht. Ne, das ist für dich nicht mehr. Champ Siegfried möchte kämpfen. Er setzt Gyarados ein. Und wir haben wahrscheinlich auch unser Gyarados draußen. Ach, wir haben unser ein besseres, weil wir ein Shiny Gyarados haben. Wir setzen einfach Hyperstrahl ein. Wenn immer so wie 11 Level höher als er. Und Gyarados wurde besiegt. Siehst du, unser Gyarados ist Bombe. Oh yeah. So, jetzt kommt Dragoran. Da nehmen wir wieder Wiese mit Eisschlag, weil Eis war ja sehr effektiv. Nicht wahr, Jan? Oh ja. Dann glaube ich, hätte eigentlich mal lieber Top-Genesung bei jedem Pokémon einsetzen sollen. Könnte auch sein, ja. Ja, wäre vielleicht ganz schlau gewesen. Wiese ist wieder schneller. Und ja, wenn wir den Champ jetzt besiegt haben, dann sind wir mit der Johto-Story eigentlich fertig. Dann kommt nämlich die Super Sonder-Kanto-Story. Und Dragon kann natürlich Hyperstrahl einsetzen. Aber Wiesel lässt sich davon unbeeindruckt und setzt Eistieb wieder ein und Dragon ist tot. Warte, Visenio hat Dragon überlebt? Ja. Mit wie das? Keine Ahnung. Das ist super trainiert. Das heißt auch Wiesel. Das heißt Wiesel. Und setzt noch einen Dragon ein. Wir lassen Wiesel draußen. Und es setzt Blizzard ein. Mit Donnerwelle ist man, glaube ich, auch langsamer, ne? Ja, mit Donnerwelle hat man immer verringerte Priorität. Oder auf Deutsch, man ist langsamer. Ich trage an, das immer paralysieren. Oder ich belebe sofort Wiese wieder. Aber ich glaube, ich setze mit Donnerwelle ein. Dann ist es nämlich auch langsamer und trifft seinen Scheiß. Überschweinig. So, Beutel und Beleber auf Wiese. Wiese ist wieder fett. Und das macht Dragon setzt das Hyperschreiber auf Magnet ein. Oh mein Gott. Und er überlebt, Magnet überlebt das. Das ist aber logisch, weil es eine normale Attacke ist und das Vieh ist ein Metallvieh. Ja, steif. Und jetzt muss ich Dragon einfach wieder aufladen. Aber auch das muss ja auch nur, wenn er sich Hyperstrahl getroffen hat. Nur ist es paralysiert und einfach nochmal Donnerschock rein, obwohl ich eher eine super effektive Attacke einsetzen soll, weil er wahrscheinlich Top-Genesung einsetzt. Oder auch nicht. Oh, schade. Und das Dragon ist tot. Ich habe jetzt kaltblütig umgebracht. Scheiß Drachenmörder. Genau. Ich war im Drachenblut. Nun kommt noch ein Dragoran, der hat zu viele Dragorans, vor allem alle unter Level 55, ne? Und er hat sich aufgeregt, dass das Gyarados das Carpador frühzeitig entwickelt worden. Du meinst, ja, okay. Ironie. Ja, stimmt, Carpador. Ironie. Scheiß drauf. So, jetzt wird Dragoran mit Eishieb geeist. Geeist, ja. Ah, ich weiß, Siegfried hat in Wirklichkeit nur ein Cheat-Modul benutzt, das alles. Genau, Game Shark. Aber Wutanfall ist natürlich mal wieder stärker als Überstrahl, das ist. Wieder logisch. Step-Attacke. Warte, was? Oder keine Ahnung. Irgendwas mit Step war es. Kann ich. Attacken vom Typ des Pokémon sozusagen. Die kriegen dann nochmal die Hälfte an Stärke drauf. Kann ich Bodenattacken auf Dragoran einsetzen? Nope. Ist ja ein Flugvieh. Stimmt. Wäre zu schön, ne? Ja, Erdbeben und sowas wäre ganz praktisch gegen ihn. Nun kommt Renta, das beste Vieh, was wir haben. Ne, Renta ist echt stark. Und Dragoran ist fast tot. Und es verletzt sich sogar noch selber, weil es so doof ist. Oh mein Gott. Und es ist jetzt top. Weil er Top-Genesung einsetzt.
Ja, dann habe ich schon mal gleich eine Runde, um meinen Fieder wiederzubeleben. Und wir setzen aber Schlitze ein. Das ist aber nicht sozial von dir. So. Nein, ganz und gar nicht. So, Wiese wiederbeleben. Jetzt lass es überschreiten, genau. Vielleicht nochmal Lückenrente überlebt hast. Ne, du bist nicht. Okay. Okay. Was? Okay. Ja, auf jeden Fall. Ah, okay. Also Leute, oder ja, hallo Kinder, da habt ihr ja eben gehört, der böse Nightmerio macht Mucke. Nightmerio dann halt. Was wird nächste Folge von Pokémon Tag und Nacht wohl passieren? Gar nichts. So, Dragon Sieg, es kommt ein Aerodactyl. Dachte auch nicht so schwer. Dachte auch nicht sehr schwer. Das ist Steinflug. Setzt ja, ein Eisattack rein. Das ist tot. Was hat er mal wieder Hyperstrahl? Na, na. Gut, hat gerade noch überlebt. Ist es dann doppelt effektiv dann? Jupp. Also vierfacher Schaden. Aber hat ihn auch nicht umgebracht. Aber egal, muss ich eh aufladen, also. Und voll treffe wäre es dann achtfacher Schaden. Oder so. Nee. Rein theoretisch wäre es das, ja. Aber ich weiß nicht, ob das in der alten schon war, so. Also ob das schon in den ganz alten Editionen so war. Ich weiß es auch nicht. Wenn natürlich auch immer wieder neue Runden dazukommen. Ich setze immer Flame auf den Server ein. Weil es ja Steinflug ist, ne? Oder Steindrache, keine Ahnung. Steinflug. Oder Steinflug dann. Und Sanja erhält 900 EP und nun setzt er. Ja, das ist genauso wie mit Glurak. Man denkt, es ist ein Drachenvieh, aber in Wirklichkeit ist es ein Vieh. Na, Glurak X ist Drache. Was? Glurak ist ein. Glurak X ist Drache. Achso, ja, Glurak X, okay, aber das ist eine spezielle Form. Ja, ja, aber das ist die lustige Sache, wenn man. Ich habe früher echt kurzzeitig gedacht, dass Glurak ein Drachenvieh wäre, ne? Ja, aber auch ein. Egal, Glurak ist ein One-Hit-Wonder. Glurak ist cool, Mann. Glurak tot. Champ Siegfried wurde besiegt. Deine Mutter ist auch gleich tot. Das ist ein seltsames Gefühl. Ich bin nicht wütend, dass ich verloren habe. Ich bin glücklich. Glücklich, dass ich den Aufstieg eines neuen Champs miterleben durfte. Und in Wirklichkeit weiß er sich gerade in die Hose. Genau. Boah. Du bist sehr stark geworden, Passi. Deine Pokémon haben deine starke und aufrechte Persönlichkeit akzeptiert. Auch du wirst zusammen mit deinem Pokémon stärker werden. Folge mir. Oder auch nicht. Oh ne, Margaret. Oh nein, alles ist vorbei. Professor Eich, wenn du nicht so langsam wärst. Ah, ach ja, Passi. Jetzt kommt die Interview-Sache, ne? Es ist schon lange her. Ja, du siehst erwachsen aus. Dein Sieg in der Liga ist einfach fantastisch. Deine Hingabe, das Vertrauen und die Liebe zu deinem Pokémon haben dir dies ermöglicht. Auch deine Pokémon waren super. Waren sie nicht? Ihr Glaube nicht hat sie all das durchstehen lassen. Glückwunsch, Passi. Ein Interview mit dem neuen Champ. Das wird mir alles ein wenig zu laut. Passi, du kommst mit mir. Moment, wir haben das Interview fast vergessen. Ich lasse die Domino her. Ich war schon lange nicht mehr hier. Natürlich, er steht vor dem Raum und sagt, ich war schon lange nicht mehr hier. Hier werden die Liga-Champs für alle Ewigkeit gewürdigt. Ihre mutigen Pokémon sind auch aufgeführt. Hier und heute wurden wir Zeuge des Aufstiegs eines neuen Liga-Champs. Einen Trainer, der Leidenschaft für Vertrauen in seine Pokémon. Keine Ahnung, ich hab's nicht gelesen. Ein Trainer, dessen Erfolg auf Ausdauer und Entschlossenheit basiert. Der neue Liga-Champ, der alle Zeichen von Größe in sich vereint. Fassi, darf ich dich und deine Partner als Champs eintragen? Nein! Haha, du trittst deine Partnerschaft mit deinen Pokémon an. Haha, nein. Haha, das wird sogar noch offiziell eingetragen in der Ruhmeshalle. Speichern. Und da haben wir Flame. Level 55. Und es ist ein Shiny Gyarados. Und nun kommt da unser Pokémon Stony, ein Georock. Level 41. Wieso zum Fick denn so ein Gyarados Flame? Weil Dominik in der Folge dabei war. Okay. Visenio Wiesel. Level 47. Magneton Magnet. Ich hätte ein Pokémon, hätte ich noch Jan nennen müssen, ne? Ja klar, nein, Mann, Alter, wenn dann schon Fly. Nee, Fly habe ich schon letzten
Fahrt gemacht. Purenta Renta, 50. Purenta Renta, nicht ernsthaft. Doch, Purenta Renta. Und hier bin ich, Passi, gesehen, 170, besitzt 29 Pokémon. Professor Eis Bewertung, du wirst immer besser, hast aber noch einen langen Weg vor dir. So wie oh mein Gott. Hälfte. Und wir haben 77 Stunden an Pokémon Gold bis jetzt gespielt. Was gar nicht stimmt. Und nun kommen die Credits und ich würde sagen, das war's auch mit der Folge und er und ich muten uns dann jetzt. Ciao. Echt? Okay. Random Günther appears. Setzung folgt.